Gestern angekommen in dem wundervollen Amsterdam. Und heute nehme ich dich mit auf eine kleine Vlogreise. Langsam ist interessant. So ein bisschen Lifestyle auch. Ich fühle mich nicht wohl vor der Kamera. Aber auch gleichzeitig spreche ich auch darüber, wie Melanie es geschafft hat, jetzt 1 Million Umsatz zu machen. Das heißt, wir sind dann reingegangen, haben extrem viele Creatives nachgeschossen. Bleibt dran, es wird witzig und lehrreich zugleich. Was seid ihr hier? Die Pokémon-Fahrradgang oder was? So, jetzt mit dem Fahrrad unterwegs Richtung Pancake-Laden, den wir gerade noch validiert haben. Ein herzhafter Pancake, mein Lieber. Richtig lecker. Der beste Tipp, den ich da auf jeden Fall mal mitgeben kann, ist, dass man bei Google Maps genau schaut, was mindestens 4,5 Sterne hat. Da geht man einfach danach, was hat die meisten Bewertungen. Am besten paar hundert, paar tausend, 4,5 drüber. Dann nach Bildern einfach validieren. Was sagst du der Validierung mit den 3000 Bewertungen? Ist wichtig, ne? Ja, besonders müssen Live-Bewertungen, beste Kunden, ansonsten zählt nicht. Was haben wir hier, Mr. Asfandia? Cheese and Egg. Richtige, gute Protein. Es geht direkt in die Wookies. Kann ich richtig empfehlen. Ja. So, jetzt bist du müde geworden von dem ganzen Fressen hier auf jeden Fall, aber es geht gleich weiter. Über 1 Million Euro Umsatz und das nur in 3 Monaten. Wie hat Melanie das geschafft? Aus der Intensivbetreuung, wir arbeiten jetzt schon seit über 1 Jahr zusammen. Kann schon mal so viel verraten, dass es vorher der Stand der Dinge war, dass jemand zwischen 4 bis 6K Gewinn im Monat war. Das heißt, sie hatte schon Erfahrungen vor unserer Zusammenarbeit, aber sie war lange auf diesem Cap. Dann haben wir die ganze Zeit an natürlich der Produktsuche gearbeitet, an den Creatives, aber erstmal natürlich bei den bestehenden Waschstundengewinnen gemacht. Da haben wir erstmal sehr viel mehr rausgeholt. Das heißt, wir sind dann reingegangen, haben extrem viele Creatives nachgeschossen, von dem, was schon gut funktioniert hat. Und natürlich weitere Creative-Systeme, die wir aufgesetzt haben, was du sonst auch auf meinem YouTube-Kanal findest, was wie wo zum Beispiel Winning Creatives shootet. Gleichzeitig haben wir aber mit der Zeit dann auch wieder neue Produkte gesucht, neue Produkte gelauncht, nach diesem speziellen Schema, dass ein General Store aussieht wie ein One-Product-Store und die dann wieder mit Modul 3 sozusagen optimiert skalieren in meinem Videotraining, wieder optimiert und skaliert in diesem Fall. Wie kam jetzt diese 1 Million zustande in 3 Monaten? Also es ist ein Produkt, ich kann natürlich nicht zu viel verraten, ist ja klar, Diskretion wie bei einem Arzt. Das ist ja relativ neu, das Produkt. Das haben wir nicht schon seit 1 Jahr gelauncht. Das war dann wirklich erst vor 3,5 Monaten ungefähr gelauncht. Ja, dann haben wir da ordentlich Picture Creatives getestet. Also natürlich mit den besten Copies, mit den besten Creatives, die möglich sind. Und dann wieder ohne Ende Creatives nachgeschossen. Und that's it. Das war's eigentlich auch. Gleich spreche ich noch mal ein bisschen darüber, ab wann auch das ganze Branding Sinn macht. Bleibt dran. Hand bitte. Andere Hand der Top bitte. Schnipsen bitte. Hand. Andere Hand der Top auch. Shake, 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 shake. You shake also. Shake. I schnipsen, guys. The two cards sweet. Schnips, Jungs. Schlauer Approach. Er sagt, wie viel habe ich verdient? Hier. Was haben wir hier Leckeres? Amazing, amazing, amazing Essen. Labne. Labne, Chicken Labne, I love it. Hier sehen wir ein Game Drink, Drank and Drunk. Das ist ein Kartenspiel mit richtig vielen witzigen Sachen drauf. Verschiedene Sachen, die man so machen muss. Zum Beispiel hier die Trump Card. Rules no longer apply to you. Anyone who disagrees is fake news and should drink. Und das Coole ist, das ist einfach mal ein One-Product-Store, nur für dieses Card-Game. Und drumherum, beziehungsweise Nischen-Store, bildet sich dann all das hier. Sehr, sehr funny. Ab wann macht das ganze Thema Branding wirklich Sinn? Ich würde dir raten, gerade im Dropshipping, erstmal das Marketing richtig gut zu beherrschen und den Skill so zu meistern, dass du erstmal richtig viel Cashflow aufbaust und vom Konto, dass sich das wirklich stackt, sozusagen schon das Geld. Und dass du fast schon nicht mehr weißt, wohin damit. 1 Million oder 2 Millionen Umsatz im Dropshipping mit einem Produkt sind definitiv möglich über den normalen Dropshipping-Versandweg. Ich rede jetzt gerade nur über den Versandweg. Das ist ganz wichtig, dass du es verstehst. Du kannst eine Sache auf jeden Fall upgraden, das ist die Verpackung zum Beispiel, ohne zu viel in die Liquidität zu investieren für die Produktvorfinanzierung. Da kannst du auf jeden Fall investieren, dass dein Logo mit draufkommt. 300 Stück vorproduzieren, 500 oder 1000 Stück, je nachdem, was auf eine hohe Orderzahl du gerade hast. Möchtest du aber wirklich zum nächsten Step des Brandings gehen und sagen, okay, ich möchte alles upgraden, ich möchte nicht nur mein Logo auf das Produkt drauf machen, sondern ich möchte auch
notfalls ganzen USPs, die ich noch nicht habe, die die Konkurrenz eventuell hat oder auch noch nicht hat, mit einarbeiten, dann kannst du das auch machen. Aber ich würde es dir immer lean empfehlen. Also sagen wir mal, du verkaufst 1000 Stück im Monat, ja, und das läuft sehr gut, oder noch mehr, 2000 Stück im Monat von deinem Produkt, dann würde ich anfangen, vielleicht 500 oder 1000 Stück nur vorzuproduzieren. Keine 5000, keine 10.000 Stück, weil du nie weißt, was in 2, 3, 4 Monaten passieren kann. Guck mal, bei mir habe ich zum Beispiel das richtige Branding, wo ich wirklich die Klatsch geupgradet habe und wirklich den Reißverschluss verbessert habe, von innen diese ganzen Designs gemacht habe. Das habe ich erst nach 1,5 Millionen Umsatz oder sowas gemacht. Und das war auch noch nicht der heilige Gral. Weil wenn ich eine Sache gelernt habe, ist es, dass du auf jeden Fall immer abwägen musst, was kann im schlimmsten Fall passieren, im Worst Case, dass du das einmal ausmalst wirklich. Und der Worst Case ist hier zum Beispiel, wenn du 10.000 Stück bestellst im Vorfeld, das geht richtig in die Liquidität, meinetwegen das kostet 8 Euro oder 10 Euro mit Versand, allen drum und dran, dann bist du ganz schnell bei 10.000 Stück auf einmal bei 100.000 Euro, 80.000 Euro. Und stell dir mal vor, irgendwas passiert mit deinem Facebook-Channel, deinem Haupt-Marketing-Angle oder mit deinem Pinterest-Haupt-Marketing-Angle oder mit deinem TikTok-Account, was auch immer. Es kann immer was passieren oder das Konkurrenten dich abmahnen, dass du auf einmal das Produkt nicht mehr verkaufen kannst, weil es ein Patent darauf gibt und du hast nicht genug Recherche gemacht. Also ich habe vieles erlebt in diesem Game und ich kann dir so sagen, wenn du eins nicht willst, dann ist es auf jeden Fall, auf Ware rumzuliegen von 5.000, 10.000 Stück, die einen Warenwert von 30, 50, 100.000 Euro haben, die du dann nicht mehr verkauft bekommst. Wenn es eine Sache gibt, die ich in Amsterdam extrem liebe, eine folgende Droge, die es in Deutschland nicht mehr gibt, das ist das hier. Einfach die geilste Sorte ever. Thai Sweet Chili von Lay's. Chili ist in Deutschland verboten bzw. rausgenommen worden aus dem Sortiment. Richtige Vollidioten. Wir haben hier Lay's Ham, richtig brutal. Cheetos gibt es auch nicht in Deutschland. Und die hier, das ist ein Mix aus Bagels, Wokels, Grits und Bumfrits. Mies. A B, Billion with a B. And that's what I find really exciting. Hey. Hello. Dropshipping ohne Coach? Ja. Yeah. Aufstehen. Wenn dein bestehendes Dropshipping-Business gerade ein bisschen stagniert oder stehen bleibt, dann melde dich gerne auf migdietrichs.de. Dann können wir persönlich miteinander sprechen und schauen, wo gerade deine Hürden sind. Wie gesagt, migdietrichs.de. Oder du willst dein Dropshipping-Business gerade erst anfangen, dann melde dich auch gerne. Wir haben Anleitungen von A bis Z, alles mit dabei in der Intensivbetreuung. Deswegen melde dich und bis dahin viel Erfolg, viel Spaß.